Kinder freuen sich auch total, dass die Mama, okay, die lachen so ein bisschen, die Mama hat jetzt auch Hausaufgaben. Ja, aber die werden auf jeden Fall stolz sein. Ich muss jetzt einfach mal die Kamera anmachen und euch etwas erzählen. Also, ich sitze seit, ich glaube, 10:30 jetzt an dem PC, bereite mein MacBook für die Reise nach Los Angeles vor und habe da auch anhand von alten Videos, weil ich die jetzt gerade alle auf die Festplatte drauf mache, auf so eine externe, habe ich gemerkt, wie sich mein Leben wirklich verändert hat und es ist immer noch dabei, sich mega zu verändern. Ich habe gerade hier noch meinen Studienausweis und weshalb ich euch das gerade zeigen wollte. Ich habe mich wieder eingeloggt, weil ich meine ganzen Unterlagen auch von mir habe. Ich möchte natürlich mich hier noch ein bisschen weiter einarbeiten und werde auch Sachen mit nach Los Angeles mitnehmen. Immer wieder, wenn ich so Ruhepausen habe, dann lese ich mir hier die Sachen durch und ich habe das schon mal in meinem Video erwähnt, weil ich hier gerade von einem Mitstudenten bei der ILS, der hat mir nämlich geschrieben: Hi Patricia, ich habe deinen YouTube-Kanal vor kurzem gefunden und war auf Ich studiere wieder Video gekommen und gesehen, dass du auch hier studierst. Ich finde es mega klasse und bin auch ein mega Fan von dir, finde du bist eine klasse Frau und sehr natürlich, wie die Polen eben. Da scheint jemand aus Polen zu sein. Da haben wir auch was gemeinsam. Ich komme auch daher. Hm? Habe ich da gesagt. Aus welcher Region kommst du? Und ja. Nara. Ah, Patrick. Nachricht von Patrick. Ah, wahrscheinlich ist der... bestimmt ist der Freund angemeldet bei der ILS und sie hat über seinen Account wahrscheinlich geschrieben, weil der Name ist eigentlich Patrick und sie hat sich verabschiedet mit Nara. Ja, also da wollte ich ein bisschen drauf eingehen, weshalb ich mich dafür entschieden habe. Viele wissen ja, dass ich mein Studium abgebrochen habe, wollte wieder anfangen zu studieren, weil ich damals in Kassel studiert habe, war noch nicht fertig, bin dann schwanger geworden und hierher gezogen. Dann wollte, also ich habe mein Studium nicht abgebrochen, sondern nur unterbrochen, wollte mich hier wieder einschreiben, habe es auch gemacht und habe erfahren, ja, Patricia, du bist wieder schwanger. Da war ich dann mit der Isel schwanger. Habe die Studiengebühren nicht mal bezahlt, weil ich wusste, ohne Unterstützung von Eltern wird das hier ziemlich schwierig sein. Wo soll ich die Kinder unterbringen? Es gab keine Möglichkeit und ja. Und immer wieder bei Gesprächen stellt sich heraus, dass viele natürlich wissen wollen, ja, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe studiert Mathematik und ich habe dann immer Angst, dass gefragt wird, ja, hast du es denn auch zu Ende studiert? Und ich muss euch auch sagen, egal wie erfolgreich man im Leben ist, zum Beispiel mittlerweile arbeite ich ja auch auf YouTube und dann heißt es nämlich, sagen wir mal, ich habe 1 Million Abonnenten, ich bin total reich dadurch geworden oder was weiß ich was, dann heißt es immer, ja, sie hatte keine andere Wahl und hatte Glück gehabt, ja. Und wenn man aber irgendetwas abgeschlossen hat und sich dann trotzdem für diesen Weg zum Beispiel dann entschieden hat, dann heißt es, ah, okay, sie war gut und dann hat sie das halt so geschafft. Also wisst ihr diesen Unterschied, das eine, sie hatte keine andere Wahl und... Was ich so klasse bei der ILS finde, ist, dass es ein Fernstudium ist. Somit haben die sich darauf spezialisiert, solche Personen wie mir, die zum Beispiel irgendwie aus anderen Gründen nicht zur Uni gehen können, dort ein Studium abzuschließen. Und ja, zum Beispiel ist mein Kind jetzt krank geworden. Direkt am Anfang Zeit, wo ich mich eingeschrieben habe, hatte ich auch den Monat, wo ich sehr viel gearbeitet habe und ich wusste das auch. Aber sie haben 4 Wochen Probezeit. Du kannst dich da anmelden und ja, innerhalb von 4 Wochen kannst du entscheiden, ja, ist es mein Ding oder nicht. Ich wurde direkt von der ILS angerufen und wurde auch gefragt, ob ich zurechtkomme, was ich total klasse finde, weil ja, bei einer normalen Universität ruft dich keiner an und fragt, ja, kommst du denn zurecht? Klappt das denn so, wie du es dir vorgestellt hast? Und hier hast du diesen Feedback und ja, ich habe mich für einen Studiengang entschieden, der natürlich zu mir passt, weil ich habe nicht so viel Zeit, mich in ein total neues Thema reinzuarbeiten. Aber hier habe ich die Möglichkeit, mein
Job, den ich jetzt sozusagen tue, noch zu verbessern. Ich bin ja sehr, sehr schlecht in Sachen Facebook, Instagram, Twitter. Ich bin eine reine Katastrophe. Ich werde in meinem Job besser und bekomme dadurch auch noch einen Abschluss. Und viele sagen sich, okay, kann man mit diesem Studiengang, der nur 12 Monate geht, auch etwas anfangen? Ja, Leute, zum Beispiel hatte ich schon ein Jobangebot gehabt von einer Kosmetikfirma, die mich für die Betreuung haben wollte von ihrem Facebook. Ja, natürlich, die ganzen Firmen, da sitzt ja nicht irgendeine Praktikantin, sondern die stellen dafür auch Leute ein. Die haben hier auch sogar gezeigt, wo man, Moment, bam, 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 bam. Ich habe nämlich hier auch gelesen, wo suchen die denn Jobs in diesen da. Social Media Marketing Manager gesucht in Hamburg bei Bonprix. Ja, zum Beispiel Sixt hat auch Leute gesucht. Ja, zum Beispiel wollte ich euch mal zeigen. Also, ihr könnt euch einloggen am PC, aber auch ganz normal übers Handy oder über iPad. Super wichtig sind zum Beispiel für einen YouTuber Fragen über die Rechte. Und guckt euch mal an, ein ganzes Heft nur über dieses Thema. Und wenn ich irgendeine Frage habe, dann kann ich hier in mein Online-Studienzentrum auf dieses Buch gehen. Das ist zum Beispiel die sechste. Oh, Moment. Zack. Da gehe ich auf das Buch, auf die Seite, dann die Frage, die ich dazu habe und kann sie mit meinem Job zusammen verkuppeln. Versteht ihr, was ich meine? Wie wichtig das ist, wie klasse das ist, wie glücklich ich über diesen Studiengang bin. Und eigentlich müsste das jeder YouTuber machen, weil man schafft sich seinen eigenen Job. Das heißt, es ist aus einem Hobby, den man macht. Vielleicht mittlerweile bekommt man so viel Geld, dass man damit auch seinen Lebensunterhalt, wie bei mir, finanzieren kann. Und schafft sich sein eigenes Wissen und seinen eigenen Job. Ich liebe es. Der Kontakt zu den Lehrern ist bombenmäßig. Ich wurde schon 2-mal angerufen. Die haben dann auch ganz zurückhaltend gefragt, ist es jetzt im Augenblick okay? Wir sind von der ILS, wollten mal einfach nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Können wir miteinander kurz reden? Und ich so, ja klar. Und wir haben dann, glaube ich, 10 Minuten uns unterhalten. Und weil ich total Redebedarf hatte und die sich die Zeit genommen haben, ich bin überwältigt. Hier drauf, zack. Hier sieht man, wie viele Antworten, was genau. Ich bin zum Beispiel hier. Es ist auch so schön, dass man endlich so Gleichgesinnte hat. Jede Mama kennt das. Es ist nicht gerade einfach, wenn man nur zu Hause ist und dann die Themen sich nur um Kinder oder Haushalt kümmern, beziehen. Irgendwann fehlt es einem einfach mal, ja, was für sich zu machen. Ich finde, es ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung für mich gewesen, diesen Weg zu gehen. Meine Kinder freuen sich auch total, dass die Mama, okay, die lachen so ein bisschen, die Mama hat jetzt auch Hausaufgaben. Ja, aber die werden auf jeden Fall stolz sein. Der Edi war total begeistert, dass ich das mache. Und ja, was soll ich sagen? Es war die richtige Entscheidung. Ja, also wir werden auch sehen auf meinem Channel, wie sich alles ändert, wie ich anfange wieder zu posten und wir gewinnen alle. Und alle, die sich fragen, soll ich das machen oder nicht? Ja, es sind 4 Wochen, wo ihr es testen könnt. Fühlt sich so gut an. Es fühlt sich so gut an. Ja, also ich mache dann mal weiter. Ich muss dann gleich die Kinder holen. Hab jetzt gelernt, hab mein MacBook vorbereitet. Wurde gerade von der Krippe angerufen, dass der Gianni irgendwie total weint und ich ihn hole soll. Ach so, ich wollte noch Schlüssel mitnehmen vom Auto, weil ich dann gleichzeitig die anderen holen werde. Ich weiß nicht genau, was ich wegen der Kamera machen soll. Die ist für unsere Wohnung. Unsere Wohnung ist halt sehr dunkel. Die ist zu lichtschwach und die Szenen sind total verrauscht. Für draußen ist es cool, wenn richtig viel Lichter an sind, ist es auch in Ordnung, aber ansonsten ist es einfach nichts. Und ja, naja, egal. Eventuell landen wir heute noch in der Stadt. Gianni? Hallo Gianni! Oh, Gianni?
mein Schatz. Jetzt ist alles wieder gut. Nein, sie läuft gern. Was ist da? Bist du jetzt ausgeschlafen, mein Schatz? Oh, was ist da? Super, ich habe gerade festgestellt, dass auch diese Kamera gerade kaputt gegangen ist. Seht ihr das nämlich? Die Klappe hängt und geht manchmal auf und nicht mehr zu und andersrum. Sel, so einen riesengroßen Garten möchtest du haben? Sehr gerne. Ja. So viele Schokolade, ja. Gibt es so viele Schokolade? Ja. Oh, Adamtag! Ich hab total vergessen. Du hast vergessen, dass es die Achilla gibt? Ja. Oh je. Also es ist cool, so eine Achilla zu haben, oder? Ja. Hey. Sally, Schatz, bringst du Müll raus, bitte? Schatz, nicht so. Halt bitte richtig. Mit der Hand da reingreifen, genau. Festhalten, eine Hand unten, damit sie dir nicht reißt. Und ab damit. Oh, stimmt. Ja. So. Wow. Ich hab hier einfach mal Pilze, die ich anbrate. Dann habe ich hier Tomaten, die ich ein bisschen mariniert habe und anbrate. Dann habe ich hier Zwiebel und es wird heute diesen Fisch hier geben. Ja. Und ja, Rucola und Feldsalat, Roma-Salat. In 3 Tagen fliege ich nach Amerika und ich habe keine einzige richtige Kamera. Ohne mein Panzergerät, was 2 Kilo wiegt. Ja, das kannst du nicht mitnehmen. Das Panzergerät? Jetzt zum Vloggen. Ja. Mach mal das aus, mach mal auf 1. Genau. Soll ich? Nicht drauflegen, jetzt mal ja. Kann ich natürlich umdrehen? Ja, das kannst du. Viele fragen, was mit meinen Schichern war. Ich habe meinen Mietvertrag gekündigt, weil die Bar mir zu weit weg ist. Und ich bin da draußen. Jetzt suche ich eins in Darmstadt. Und dann habe ich jetzt noch einen. So. Hat das immer noch keinen Grund, dass die Lakteure frei wurde? Yes. Okay. Die ist immer doppelt so teuer wie die normalen. Nein, wegen Verschluss. Ah ja, das ist gut. Die schmeckt aber auch. Ja. Ich glaube, ich habe sowieso wahrscheinlich schon eine Laktoseintoleranz. Mama kommt. Geht's? Papa? Nein, das nicht. Das ist Sahne. Komm, ich geb dir was. Mama gibt dir was. Nee, der Papa braucht Gurken. Kannst du Gurken schneiden? Ja, Gurken. Super, darf ich eins haben? Mhm. Dankeschön, mein Schatz. Das brauchen wir fürs Essen. Ja, das ist das. Die Kinder so, dürfen wir baden? Ich so, nein, doch nicht jetzt, wir essen gleich. Ja, aber dann nerven wir nicht. Ich so, ihr nervt nicht, der Papa nervt, der soll baden gehen. Sadie hat nämlich Hunger und dementsprechend ja, ist er sehr... Ich hasse mich dafür, ehrlich. Wird dich auch kein Problem, du bist ja, nicht alleine damit. Ich habe mich eben umgezogen und der Gianni schläft schon wieder, der Arme. Und wir können die Achilla nicht finden. Unterm Bett wahrscheinlich. Bestimmt irgendwo unterm Bett und schläft, oder im Kleiderschrank. Ja. Also ich bin jetzt wieder am PC gewesen. Ich habe gleich den MacBook frei. Eigentlich wollte ich ja, ich weiß, ich habe schon probiert.
Ich habe es nicht geschafft, heute hinzufahren. Und die Kamera spielt ja auch, aber auch das kann ich heute nicht mehr erledigen. Es ist zwar erst 5, aber es ist stockdunkel. Morgen Schule und der Gianni krank. Das heißt, ich muss zu Hause bleiben. Ja? Eventuell morgen früh, aber ganz früh. Das ist doch genial, oder? Muss ich heute Nacht durchmachen. Ja. Es ist 5 Uhr. Mhm. Ach, das ist der Papa. Komm hier zu ihm. Ja, das ist Salat. Salat. Danach ist Oma, eine, Oma, eine. Nicht so viel, sonst hast du keinen Hunger und isst nicht. Oh, diese Kamera. Genau. Ich habe die Kamera jetzt mitgenommen, um auf die Suche mit euch zu gehen, wo die Achea sein könnte. Ist sie hier oben? Ja. Die Klamotten, die ich vorbereitet habe, oh. Da sind die Beine dolle Kleid. Meine dolle Kleid. Mein Egal. Hey, Prinzessin. Philippus. Mein. Celine. Mein. Celine, sie hat dich gefragt. Du hast ja gesagt. Doch, ich hab's genau gehört. Doch. Ich gehe extra mit Claudia und Jana auf die Suche. Ja. Ich suche dir die schönste Krone, die es gibt. Komm mit einem Schleier. Du möchtest eine Krone mit einem Schleier? Ja. Okay, in pink oder in weiß oder? Grün. In grün? Ich glaube doch in pink, hä? Ja. Du Schleierhand. Mama, bis dann. Bleib jetzt, wo du bist. Sie ist nicht da. Ja, weil ihr so schreit an der Tür. Tom. Jan, wach. Erzähl er nicht da. Angelia, was machst du hier? Komm her, mein Schatz. Also, Angelia gefunden, Essen fertig. Gianni war. Probieren wir gleich. Hol dir noch Kartoffeln, Schatz. Ja, wirklich. Hotel Transylvanien Teil 2 kommt einen Tag nach Achillas Geburtstag. Ich dachte, das kommt erst in April. Und was ist mit alles steht Kopf? Kommt am 7. Februar. Ich bin gerade hier am Saubermachen, habe jetzt alles unter den Tisch gekehrt. Werde den Tisch jetzt sauber machen. Wir haben so ein bisschen Quatsch gemacht mit den Kindern und jetzt auch noch Angelia, guck mal, die Karten wegmachen. Wir müssen ein bisschen Ordnung machen. Ich habe auch einen Brief bekommen von der lieben Jolina. Lieben Gruß an dich. Sie hat nämlich geschrieben, es wäre toll, wenn wir sie mal grüßen würden. Und sie hat mich bei der DTM gesehen und hat sich nicht getraut,
uns anzusprechen und danach hat sie es sehr, sehr bereut. Und ja, natürlich dürft ihr mich jederzeit ansprechen und gerade auf solchen Veranstaltungen ist das gar kein Problem. Und naja, auch wenn ich privat durch die Gegend laufe, habe ich... Ich konnte das überhaupt nicht. Und der hat gesagt, mach! Ich so, nein! Er so, mach! Ich so, nein! Und dann hab ich's gemacht. Du konntest das gar nicht. Warum ist überall so viel? Ich dachte, für Gianni machen wir so eine kleine Portion. Du hast das gemacht über deine Cookies. Mutter! Stella hat mir mal ein Blumenstrauß geschenkt. Vom Kindergarten abgefickt. Oh, wie schön. Oh, wie... Nein, wie nasig. Nein, wie schön. Ich bin so nasig. Weil du eine Nase bist, Tigel. Und du bist eine... Ja, Schoko. War voll lecker. Und ein Zettel für dich. Sag mal, da ist alles dreckig. Monatliches Entgelt. Sehr geehrten Damen und Herren, wie bereits am Elternabend 26.11. besprochen, werden sich die Gebühren für die Ganztagsbetreuung erhöhen. Mama, was? 10! Ja, jeden Monat. Ah, reicht jetzt. Nein! Schneidest du das aus, Mama? Warte, erstmal mache ich das, bevor es wieder vergessen wird. Jupp. Antea, sag mir genau, wie teuer die Milch ist. 8 Euro. Warte mal. Beeil dich. Das gibt's nicht. Wo ist die Milchzettel? Hier. Okay. Ich kann nämlich so viel Milch als Milch kaufen. 8 Euro. 8 Euro 36. 36 oder 26? 36. Okay. Du hast gemerkt, dass es meine Lieblingstabelle ist, oder? Gutes Kind.